Okay, ganz kurz bevor wir anfangen. In dieser Geschichte kommen Songs und Songtexte vor, die provozieren wollen. Und außerdem ein Haufen schlechter Lebensentscheidungen. Wenn euch gerade nicht nach Beschimpfungen ist, hört die Geschichte vielleicht lieber ein andermal. So, aber jetzt zum Anfang. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden und der lässt mich nicht mehr los. Es ist so eine Ecke im Internet, von der man keine Ahnung hat, dass sie überhaupt existiert, außer man ist mittendrin. In dieser Community bettelt sich, wer die härteste Rap-Musik macht. Und was dabei rauskommt, ist wirklich aggressiv, bedrohlich. Das Genre heißt Kannibalen-Rap und Murder-Rap. Und da werden Frauenmorde als etwas Lustiges dargestellt. Es ist eine gewalttätige und bizarre Welt. So, was machen wir jetzt damit? Canceln? Nein. Weil wenn wir hier jetzt tiefer graben, dann können wir vielleicht was verstehen. Weil die Geschichte hinter diesem Kanal, die ist wild. Und sie beginnt, wo man es nicht erwarten würde. Sie beginnt nämlich mit einem Meme aus dem Jahr 2005, das ihr ziemlich wahrscheinlich kennt. Es ist völlig außer Kontrolle geraten. Und es führt uns in die dunkelsten Ecken des Internets. Okay, seid ihr bereit? Von Radio FM4, das ist die Geschichte von Norman Kochanowski, a.k.a. dem Angry German Kid. Mein Name ist Klaus Diewisch. Was sind das für Hurensöhne? Mann, wie behindert! Das Problem ist, glaube ich, dass du das Meme halt für so viel stehen kannst. Ja, aber man kann einen Mann doch auch eine kleine Bitch nennen. One morning there will be a great shooting and your motherfuckers will die. Ich hoffe, dass das den meisten Leuten Angst macht. Ist das Hurensohn? Okay, also ich habe da diesen schrägen YouTube-Kanal und der ist eine Welt für sich, wir kommen später noch dazu. Aber die Geschichte hinter dem Kanal, die beginnt ganz woanders, nämlich im Jahr 2005. Ich bin Ende der Nullerjahre in die Schule gegangen und ich bin an folgendem Meme nicht vorbeigekommen. Vielleicht kennt ihr es auch. Gangster ist ein Mikrofon. Was willst du tun? In meiner Schule hat jeden Tag irgendwer Was willst du tun? Durch den Gang geschrien. Das war gerade mein Kollege Philipp und das ist das Original. Was willst du tun? Was ist das für dich? Ich kann mich erinnern, das war so eines der ersten Videos im Internet und ich habe... Wenn ich an das Video denke, ich denke an Pixel, also ist dieses Bild in meinem Kopf gibt es nur verpixelt von einem eher Jungen, wo man sagen würde, der würde wahrscheinlich am Schulhof gemobbt werden, vor allem früher, so wie es am Schulhof zugegangen ist. Und es sagt dann, glaube ich, so ganz viele orge Sachen, so, dass er so ein echter Gangster ist. Also ich bin ein echter Gangster, ich gehe auch bei Rot über die Straße oder so. Und man kauft ihm das einfach nicht ab, weil er einfach ausschaut, als würde er den ganzen Tag zu Hause sitzen. Deshalb, glaube ich, eines so der ersten Internetvideos, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Wie war das für dich früher? War das sowas, was man überall gehört hat in der Schule? Ja, oder? Ja. Und wo man dann noch so gegangen ist, hey, hast du dieses Video, kannst du mir das per Bluetooth schicken? Und dann hat man diese Handys so zusammengesteckt, um sich irgendwelche Videos zu schicken. Und das war, glaube ich, sicher auch eines von diesen Videos. Es war eines der ersten Internet-Memes, das wirklich groß wurde. Es war überall. Und der Typ, der das gemacht hat, ist damals 14 Jahre alt. Und er nennt sich Echter Gangster. Ich bin ein echter Gangster, ich höre Musik mit Ausdrücken. Ich bin ein echter Gangster, ich brenne CDs. Soweit so gut. Und dann bekomme ich eines Tages eine Nachricht. Es gibt ein neues Video vom echten Gangster. Ich soll es mir anschauen. Und ich schaue mir das an und ich denke mir, hä? Was für ein Blödsinn. Ich habe nicht gecheckt, warum das besonders ist. Ich hatte keine Ahnung, was da dahinter steckt oder was aus diesem Video noch werden würde. Aber das Video geht weltweit viral. Hallo. Hallo Anna, hier ist dein Lieblingskollege Klaus. Ah, hi Klaus, hallo. Kennst du das Meme Angry German Kid? Angry German Kid Meme. Ah, doch, ich glaube, es kommt mir bekannt vor. Kannst du kurz beschreiben, was du siehst? Okay, ein Dude, der einen Bildschirm anschreit. Ich will Angry German spielen! Oder? Ah, okay, und dann zerlegt er die Tastatur. Oh, er beschimpft den Computer. Achso, das Spiel startet nicht. Starten! Er beschimpft den Computer, weil das Spiel nicht startet. Von dem Meme gibt's schnell hunderte Remixes. Das Video ist eines der ersten weltweiten Videomemes. In Japan heißt er Keyboard Crusher. In Spanien El Niño Loco Alemán. Es ist überall. So, und jetzt könnte man denken, hey cool, der echte Gangster, er hat jetzt Fame auf der ganzen Welt. Toll. Aber nein.
Für den, der das Video gemacht hat, ist es das größte Missverständnis. Wie viele Leute mich da beleidigen unter diesem Video. Oh mein Gott. Da steht ja nur Scheiße. Da steht ja nur Scheiße. Was sind das für Hurensöhne, die solche Kommentare schreiben? Wie dumm muss man denn sein, um sowas nicht zu checken? Ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, das war's. Das ist Norman. Ärgert er sich zurecht oder ärgern sich die anderen zurecht? Er hat das Video vor 18 Jahren ins Netz gestellt. Er vloggt auf YouTube und wie ihr hört, selbst heute lässt ihn das Video von damals nicht los. Das Video zeigt ihn als 14-Jährigen mit einem Wutanfall vor dem Computer. Und Norman fühlt sich missverstanden. Ist nur die Frage, was ist hier genau das Missverständnis? Anna? Aber glaubst du, ist es echt oder ist es geschauspielt? Das ist schwierig. Ich würde schon zutrauen, dass das eine echte Reaktion ist, aber gleichzeitig ist es halt auch, es ist vor einer Kamera, er weiß ja sicher, dass er sich filmt. Ist das Video vom Angry German Kid, ist das echt, also zeigt es einen echten Wutausbruch von Norman, oder hat er das nur gespielt? Ich sag's nicht noch einmal! Los! Und das ist eine echt wichtige Frage für Norman, weil entweder hat Norman wirklich ein Wutproblem oder er hat keines. Aber spätestens seit dem Video glaubt er für die ganze Welt, dass er eines hat. Also Option 1. Das Video ist echt. Wir sehen hier ein Kind, das einen Wutanfall hat und wie es dabei gefilmt wurde. Und Option 2. Das Video ist gespielt, ist einfach als Witz gemeint. Glaubst du, hat er damals ahnen können, was das für Kreise zieht, dieses Video? Nein, aber das hat damals keiner gewusst. Das wusste er nicht. Das wusste nicht Angie, die Tokyo Hotel Fan war, die da auch im Internet zerrissen worden ist. Hey Leute, ich wollte sagen, ich bin so großer Tokyo Hotel Fan. Und dann wurde sie, glaube ich, im Internet, das glaube ich waren so wirkliche Shitstorms noch. Da war das Internet noch nicht so fragmentiert und zersplittert wie jetzt. Und dann hat sie ein Reaktionsvideo drauf gemacht, dass sie jetzt eh kein Tokyo Hotel Fan mehr, weil die Leute ihr den Kopf gewaschen haben. Also ich glaube, die haben das gar nicht gewusst und gar nicht geahnt, aber ja. Stellt euch mal vor, es gibt ein Video von euch, in dem ihr einen Wutanfall habt. Und das Video landet im Netz. Und plötzlich geht es viral. Ihr verliert komplett die Kontrolle darüber. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu stoppen. Es ist wie ein Albtraum. Und das Internet ist gnadenlos. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, was die Leute in dem Video sehen wollen. Und die Reaktionen bei Norman, die sind fast alle gleich. Was für ein durchgeknalltes, hyperaggressives Kind. Okay, was Norman sagt, ist Folgendes. Er sagt, er hat das alles nur als Parodie gemeint und alle haben ihn komplett falsch verstanden. Folgendes hat er mal dem YouTube-Kanal Book of Counter-Strike erzählt. Dann kam ein Kumpel und hat gemeint, ja, wie wär's, wenn du dich mal über Gamer lustig machst. Ich habe eine alte Tastatur zu Hause, die kannst du nehmen und kaputt hauen. So vor der Kamera, hast du Bock? Ja, sicher, sicher. Hat er mir die Tastatur vorbeigebracht und ich hatte zwei Dosen Energy-Intus. Habe einfach nur gewartet, bis meine Eltern aus dem Haus sind, damit ich wirklich alles rauslassen kann. Und ja. Und dann ist das Meme entstanden. Ein 14-jähriger Junge will ein lustiges Video machen und sich über aggressive Gamer lustig machen. Aber die ganze Welt lacht ihn aus. Und niemand hat sich darum geschert, wer der Typ dahinter ist. Ich lerne bis jetzt, das Meme war für ihn kein Erfolg. Aber wirklich besser verstehen tue ich ihn noch nicht. Ich rufe nochmal Anna an. Anna weiß einfach immer Bescheid. Anna, 5, hallo. Anna, denkst du eigentlich manchmal über die Leute nach, die zu einem Meme geworden sind? Also wie es denen eigentlich geht? Kennst du diese noch, diese Smirk-Faces, ganz am Anfang der Meme-Zeit? Das waren ja nur Zeichnungen, aber es gibt auch ganz viele Memes, wo Personen vorkommen. Zum Beispiel auch dieses Mädel, das so die Zähne herzeigt und hinten im Kindersitz, im Auto von den Eltern sitzt. Kennst du das? Mhm. Und so, wo sind sie heute? Was machen sie jetzt? Aber das, was ein Meme ja macht, ist eigentlich, das immer in einen unterschiedlichen Kontext setzt. Ja.
Und dann hat, obwohl dahinter ja ein ganzes Leben steht, eine Person, die Ziele verfolgt, Träume hat, dass das gar nichts mehr mit der Person zu tun hat. Ja, aber für die Person selbst halt schon. Also ja, wenn die auf der Straße erkannt wird, dann schon. Ja, dann bist du dieses Meme. Aber das Problem ist, glaube ich, dass du das Meme halt für so viel stehen kann. Weißt du, da kann ja immer eine andere Überschrift zum Beispiel drüber stehen. Ja. So, wenn im Büro der Drucker nicht funktioniert. Hahaha. Ja. Weißt? Ja, voll. Ich glaube, dass wenn du dann ein Meme, vor allem wenn das so viral ist und du das dann in so vielen verschiedenen Kontexten auch siehst, dann... Ah, die Leitung ist weg, oder? Bist du noch da? Nein, Anna ist weg. Ich glaube, was Anna sagen wollte, ist, dass es nicht leicht ist für die, die zum Meme werden. So, und deshalb interessiert mich, wer der Typ hinter diesem Meme ist. Mich interessiert, was mit Norman passiert ist. Wie konnte dieses Meme für Norman so viele Probleme machen? Weil wenn ihr glaubt, dieses Meme vor 18 Jahren, wenn ihr glaubt, das hat nichts mehr mit heute zu tun, tja, leider ist das nicht, was passiert ist. Es folgt die Eskalation. Can I make a follow with you? Sure. Sure. But if you don't ask, then I'm gonna punch your fucking mobile out your hand. You know? Das ist Norman in einem seiner YouTube-Videos, wo er der ganzen Welt seine Geschichte nach dem Meme erzählt. Er spricht Englisch, weil er auch international viel zu erklären hat. Well, I got many attention, many, many attention. Every day. Every day. Norman erzählt, dass er in der Schule gemobbt wurde. Er erzählt, wie kein einziger Tag verging, wo er nicht auf das Meme angesprochen wurde. Und ihm wurde die Aufmerksamkeit schnell zu viel. Mobbing ist immer scheiße. Und in diesem Fall konnte er wohl nicht davor flüchten, weil er überall erkannt wurde. Then it was 3 years of daily attention, of daily psychic terror. Yeah, I become insane. I got nuts. You know, I got enough of this shit. There was no day where not someone shouted all over the schoolyard. Hey, echter Gangster, was willst du tun? All over the fucking schoolyard. Every day. Stellt euch mal vor, ihr werdet ständig erkannt. Bekommt ständig Aufmerksamkeit. Würdet ihr einen Ausweg sehen? Wie würdet ihr euch helfen? I wanted people to be afraid of me. Because when they are afraid of me, they don't make fun of me. Hey, real gangster, hey, So, und dann hatte Norman eine wirklich folgenschwere, bescheuerte Idee. So, one day I got insane. Yeah, I went crazy one day. It was a class trip and I drank something and then I started talking to my classmates. And one day I take my Kalashnikov, put it in my trunk and one morning there will be a great shooting and your motherfuckers will die. And there will be no angry German kid anymore. No one will shout at me. Yeah, that's what I said. I quickly googled a picture of a Kalashnikov and showed it to my classmates. Here, that's what I got at home. Some girls locked themselves up in their room and cried. I feel bad about this. That's not funny. Seine Lehrer verständigen die Polizei und er wird dafür verurteilt. Er geht ins Jugendgefängnis und muss Sozialstunden leisten. Ich frage mich, ob Norman genau das Angry German Kid geworden ist, das er am Anfang eigentlich nur gespielt hat. Also das Video vom Angry German Kid, das war nicht echt. Aber
Es hatte reale Konsequenzen. Nach diesem Vorfall geht's für Norman nicht besser weiter. Er hat Drogenprobleme und findet keinen Job. Er sagt, die Arbeitgeber erkennen ihn von dem Meme. Everywhere where I wanted to work, they recognized me as the insane maniac of the school. So I isolated myself from the world. I was just listening my music and that was hateful music. Und dann taucht Norman fast 12 Jahre lang komplett unter. Was macht er eigentlich in der Zeit? Niemand weiß es so genau. Aber dann, 2017, ist er plötzlich wieder da. Und er hat sich komplett verändert. Oder? Schnief, schnief. Ja, schnief, schnief, schnipsi. Schnief, schnaf, schnappi. Schnaf, meine KollegInnen Emily und Philipp richten sich gerade hier im Studio ein. Was willst du tun? Was willst du tun? Hast du eine Idee, was mit ihm passieren sein könnte? Er war sozusagen der erste Superstar im Internet, das erste große Meme, hat unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen. Was glaubst du, was macht das mit einem? I think he probably took all the hate and the criticism and was like, now I'm actually going to become a gangster. And he, I don't know, started weightlifting or something. And hat jetzt ein Koks-Taxi in Berlin. Das finde ich aber wow. You're looking surprised. What actually happened? Ja, Emily, du bist gar nicht so weit weg. Nachdem Norman nämlich wirklich lange untergetaucht ist, ist er jetzt plötzlich wieder da. Und er ist jetzt Rapper. Oh, of course. No, that doesn't surprise me. That part definitely doesn't surprise me. Wie würdet ihr euch vorstellen, wie klingt ein Rap von Was willst du tun? I'll let you imagine that. Ich fürchte, wir spielen jetzt nicht in der A-Liga des Raps, wenn du das so sagst. Also das wären jetzt alle Vorurteile, die ich habe. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht top ausproduziert. Das ist eher so. The question is whether his first single like does a throwback, whether he somehow incorporates the Was willst du tun into his song. Yeah, probably. So oder? Does he? Ja, natürlich knüpft er an seinen alten Erfolg an. Sein erster Song heißt Angry German Kid, His Comeback. Ich hab die Schule gehasst und saß im Jugendknast, kündigte einen Amoklauf an und lebte vom Hass. Der Fame in den jungen Jahren war für mich zu viel, hätte auch nie gedacht, dass Leute denken, das wäre for real. Boah, der Song ist eine Abrechnung. Was er darin sagt ist, ihr habt mich alle falsch verstanden, aber schaut mich jetzt an, ich bin ein Bodybuilder und hab's geschafft im Leben. Der Song hat über 1 Million Aufrufe auf YouTube. Und dann ist da aber auch noch eine Textpassage, die deutet schon was an. Nämlich, die Musik wird echt weird. Nein, ich war kein Kumpel, ich war nicht sozial. Boxe deinen Vater und nimm deine Mutter anal. Ja, das ist nur das, eine Schublade, komm damit klar und sei froh, dass ich dich nur verbal ficke, bra. Okay, also kurze Triggerwarnung. Die Musik von Norman, die wird jetzt gleich wirklich seltsam. Und einfach auch irgendwie missverständlich. Also da ist so viel Hass und Gewalt und Mordfantasien. Und ich denke mir halt so, Moment mal. Norman wird doch sicher was gelernt haben aus seiner Geschichte, oder? Also, dass es zum Beispiel nicht so gescheit ist, missverständliche Sachen zu posten. Vor allem nach der ganzen Geschichte mit dem Meme und der Amoklaufdrohung. Also, da hat er doch sicher was gelernt, oder? Oder? Wenn es euch nicht gefällt, verpisst euch, denn ich komme immer wieder. Ich habe jetzt ein Zitat für euch aus einem Rap von ihm. Du siehst wie Durchfall aus, kleine Bitch. Zücke mein Messer und verpasse dir einen Stich. Oh, wow. Aber das heißt auch eher so sexistisch Richtung Frauen gehen. Du siehst wie Durchfall aus. Like a I don't know what to do with that. Sorry. Also ich nehme wahr, das ist ein Lachen aus Überforderung, oder? Yeah, it's like, it's not even a good insult. I know he wants to be threatening and demeaning, but if I were to hear that, if someone were to say that to me, that is what I would do. Laugh and probably, you know, shed a tear or two from confusion. Ich kann mich eigentlich nur anschließen, das ist nicht mal gut beleidigt oder nicht mal auf einer Witzebene, sondern einfach nur
wahlloses Zeug. Und dann auch noch mit Gewalt dabei. Das finde ich also irgendwie alles zusammengemischt, wo man gesagt so, you can do better, boy. Ja, und die Musik wird auch noch grausiger. Es wird beschrieben, wie Frauen ermordet und gefoltert werden. Sie ist homophob, gewaltverherrlichend und nutzt alle Klischees des männlichen Alpha-Gehabes. Und je weiter ich mich in die Musik reinhöre, desto abstruser wird es auch irgendwie. Also in einem Song steht eine Jungfrau auf dem Speiseplan. Norman nennt das selbst Kannibalen-Rap. Okay. Jedenfalls der Typ, der an seiner Schule mit einem Amoklauf gedroht hat und dafür verurteilt wurde, der rappt jetzt darüber, Frauen umzubringen. What? Ich fasse es nicht. So, ich habe euch ja versprochen, wir gehen dem Phänomen auf den Grund. Was macht ihn so missverständlich? Warum zieht er die Probleme förmlich an? Deshalb, ich muss mit Norman reden. Ich muss mit dem Angry German Kid reden. So, nach vielen Monaten Warten und vielen Interviewanfragen habe ich endlich einen Termin mit Norman. Ich bin aufgeregt. Norman Kochanowski. Aufgeregt, ganz ehrlich, weil was ist, wenn er einfach auflegt bei meinen Fragen? Schauen wir mal. Hallo, hier ist der Klaus, grüß dich. Hi, Norman hier. Servus, ja, genau, Norman. Das ist mir schon wegen dem Interview, ja. Genau, ja. Bis 13 Uhr habe ich Zeit, ja. Großartig. Also bis vor 13 Uhr. Okay, dann kleinen Moment noch. Ich hoffe, da jetzt schlauer zu werden. Wer ist der Mensch hinter dem Murder-Rap? Und vor allem, übernimmt er Verantwortung für das, was er rappt? Okay, Aufnahme läuft. Ich will ihn zuerst mit seinen Texten konfrontieren. Ich will wissen, wie er das rechtfertigt. Aber es ist nicht leicht, mit ihm darüber zu sprechen, weil alles, was er sagt, ist, dass er ja einen Disclaimer hat. Einen Disclaimer wie diesen. Achtung, die folgende Aufnahme ist Kunst. Das heißt, es ist nicht ernst gemeint. Es ist übertrieben, sarkastisch etc. Dieses Video darf auf keinen Fall ernst genommen werden, weil es nur zur Unterhaltung dient. Genau wie damals auch schon. Das ist Normans Rechtfertigung, dass er dann alles sagen kann, was er will. Aber gerade durch meine ganzen Hinweise, dass das alles frei erfunden ist, dass es nicht ernst genommen werden darf, dass ich ein Schauspieler bin, dadurch hatte ich eigentlich nie solche Probleme, die jetzt zum Beispiel andere Rapper haben. Wie Bushido irgendwie mit, keine Ahnung, mit schwulenfeindlichen Texten und so, weil Bushido hat ja immer behauptet, dass alles, was er rappt, ist ja zu 100% echt und real und ja. Ja, aber Bushido hat unterm Strich schwulenfeindliche Texte und du hast aber auch schwulenfeindliche Textzeilen. Der einzige Unterschied ist, dass du sagst, du meinst es nicht ernst. Genau. Und also mir hat das bisher niemand übel genommen. Also niemand hat mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht. Und gemeint, ja, das ist nicht okay, was du rappst oder so, oder das ist asozial oder so. Ja, Norman, da machst du es dir ein bisschen einfach. Es ist okay, nur weil dich noch niemand darauf aufmerksam gemacht hat. Really? Also die Mordfantasien von Norman, die sind in seinen Songs so explizit und extrem, dass ich seine Anmerkung, dass das alles nur gespielt ist und nicht so gemeint sei, wirklich nicht sehr ernst nehmen kann. Dieser Hass, der ist ja da, unabhängig davon, ob das jetzt erfundene Texte sind oder nicht. Und irgendwie macht dieser Hass ja auch Angst. Oskar! Hallo. Hallo Klaus. Das ist mein Freund Oskar. Ich habe einen Überfall auf dich. Er ist klinischer Psychologe und hat Erfahrungen mit PatientInnen, die Sucht- und Aggressionsprobleme haben. Naja, das ist schon was Angst macht. Und aber das ist ja auch gut. Also das Problem ist ja, wenn es keine Angst macht, sozusagen. Ja, also das, was ja dann auch vielleicht innerhalb der Szene ist, dass es überhaupt keine Angst macht, sondern dass das eher in die andere Richtung geht oder irgendwas anderes auslöst. Ne? Ja. Ich hoffe, dass das den meisten Leuten Angst macht, sagen wir so. Ja. Weil, ja, das ist ja echt. Die Musik ist zwar nur das Gesprochene, aber da stehen auch Menschen dahinter, eben mit einer Geschichte. Und wie wir gesagt haben, das kommt nicht von irgendwo. Ne? Das sind schon Fantasien, die sich entwickelt haben. Und die würde ich jetzt nicht auf der einen Seite nicht unterdrücken, aber auch nicht damit abtun und zu sagen, auch nicht bagatellisieren und sagen, ja gut, okay, die finden das halt irgendwie
lustig oder okay und das kann man halt mal so hören. Es wäre auch zu einfach. Ja, also viel zu einfach. Würdest du für dich jetzt persönlich sagen, reicht das? Kann man sich einfach so distanzieren und sagen, habe ich nicht so gemeint? Ja, das. Also die ganz pauschale Antwort, die ganz einfache, die ich geben würde, nein. Da müsste man jetzt sehr weit ausholen, sehr weit ausdifferenzieren natürlich, warum auch nein. Also das wäre ja eben das Bagatellisieren, das ja auch von außen kommen kann. Ne? Ja. Also da geht es ja auch, Kunst kommt ja immer aus irgendeinem Antrieb, aus irgendeinem emotionalen Antrieb her, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube eher, dass es, gibt es ja vielleicht doch selber eine Angst vor diesem Anteil oder diesem Teil in einem, der das wirklich gut findet, nämlich. Und man weiß aber, man darf niemanden oder soll niemanden umbringen. Und das ist schwer auszuhalten, einfach zu sagen, ich finde das gut und ich bringe ihn um. Also erstens ist es eine Morddrohung, das ist auch wahrscheinlich weiß auch nicht, ob das nicht schon Strafverfolgung nach sich ziehen kann. Ja. Aber das ist nicht so einfach. Also auch für die Person nicht so einfach auszuhalten. Vielleicht, wenn ihr ähnlich wie ich seid, dann kennt ihr das. Man fühlt sich oft so wie die Musik, die man hört. Musik verstärkt meine Stimmungen. Und lustigerweise, Norman geht's auch so. Nur halt, dass er andere Musik hört als ich. Yeah, meine Spieler, was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Norman will 2021 mit dem Rappen aufhören. Und er postet damals ein Video, in dem er beschreibt, was für einen Einfluss seine eigene Musik und Gangster-Rap im Allgemeinen auf ihn hatte. Also, es war nämlich so, dass vor meiner Rap-Karriere 2017 ich ein braver, gesetzestreuer Bürger war. Und dann begann meine Rap-Karriere. Und ich wurde immer mehr und immer mehr Herkules. Ja. Er erzählt, wie die Musik, die er macht und hört, ihn zu Straftaten anstiftet. Ich habe auch erstmal eine Zeit lang überhaupt kein Deutschrap mehr gehört. Das macht schon was aus, ja. Wenn man diesen richtig asozialen Gangster-Rap hört auf Deutsch, dann kommt man auf dumme Ideen, ja. Dann kriegt man Bock, was zu nehmen, wenn dann nur von Drogen gerappt wird. Man hat Bock, irgendwas zu machen, Scheiß zu bauen, weiß was ich. Irgendwann bin ich dann nur noch mit Elektroschocker herumgelaufen oder mit Schlagringen und was weiß ich. Und mir kamen einfach immer bescheuertere Ideen, ja. Und dann ging ein Haftbefehl gegen mich raus. Ich wurde gesucht. Dann war noch was, dann kam der Haftbefehl. Dann wurde er irgendwie aufgehoben. Ich wurde aber ein zweites Mal noch verurteilt. Ja. Ja, ganz viel unnötiger Scheiß, den ich gar nicht hätte machen müssen. Also wenn Norman selbst sagt, dass Musik so eine Wirkung auf ihn hat, dann würde ich seine Musik mal eher nicht bagatellisieren. Ich würde eher nicht sagen, da ist ja nichts dabei. Rute, das ist Horror-Rap auf neuestem Niveau. Ein Part von mir fickt euch kleinen Toys in den Po. Ich entführe dich, du findest in meiner Scheune den Tod. Umso mehr wundert es mich, dass Norman im Interview wieder das Gegenteil sagt. Er sagt, dass seine Musik das Potenzial hat, Aggressionen abzubauen. Da habe ich ja schon sehr harte Texte und mit vielen Beleidigungen. Und die ganzen Sachen, die ich dort produziert habe, die ganzen Lieder und Alben, das sind alles Emotionen, die ich damals rausgelassen habe, die mich damals quasi belastet haben, die auf mir drauf saßen. Ja, ich meine, was ist wohl besser? Loszugehen und jemanden eine reinzuhauen oder sich ins Auto zu setzen und durch die Fußgängerzone fahren, Fenster runter und laut Musik aufdrehen mit Ausdrücken, mit deine Mutter und sowas. Und das baut viel, viel besser und viel gesünder Aggressionen ab, als, keine Ahnung, loszugehen und sich mit jemandem anzulegen. Was ja viele Jugendliche in sich haben. Mhm. So wie ich auch. Vielleicht liegt die Wahrheit auch einfach irgendwo dazwischen. Und vielleicht ist auch einfach beides wahr. Vielleicht hat die Musik Norman einmal eher beruhigt und ein anderes Mal eben halt das Gegenteil. Wie weit würdest du nicht gehen in deinen Texten? Was wäre zu weit für dich? Zu weit wäre Vergewaltigung oder frauenfeindliche Texte allgemein. Das geht gar nicht. Das wäre damit wäre ich auch nicht einverstanden, auch nicht bei anderen Rappern. Also es sollte schon alles Entertainment bleiben, ne? So slash slash, ich stech dich ab und das Blut spritzt weit und zack, das ist ja alles so, ja, wie ein Film. Aber und so soll es auch rüberkommen, ne?
Aber jetzt habe ich hier gerade nochmal ein Zitat von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe in dem Song, aber was ich höre ist, du siehst wie Durchfall aus, kleine Bitch, zücke mein Messer und verpasse dir einen Stich. Genau, der aber, Song Slash Slash. Genau, ja. Aber was ist denn das anderes als frauenfeindlich? Hier wird eine Frau angesprochen, die auf ihr Aussehen reduziert wird und benannt wird, als dass sie aussieht wie Durchfall und die ermordet wird. Also rein textlich kann ich hier nichts außer Frauenfeindlichkeit erkennen. Ja, aber man kann einen Mann doch auch eine kleine Bitch nennen. Das muss ja nicht unbedingt sich um eine Frau handeln. Ja, also das ist wahr, aber du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass man wahrscheinlich zuerst auch quasi aus deinem Mund zuerst an eine Frau denken wird. Ja, schon. Ja, klar. Ja. Ja. Aber Norman, ganz ehrlich, also wenn du in deinen Liedern rappst, dass du Frauen ermordest, also Gewalt gegen Frauen darstellst, aber gleichzeitig sagst, dass Frauenfeindlichkeit eine Grenze für dich ist, dann passt da was einfach nicht zusammen. Also ja, ich finde es spannend, weil es ist sehr, sehr, sehr ambivalent auch bei dir. Also es ist nicht ganz eindeutig alles. Ja, das stimmt wohl. Aber ich denke mal, das macht auch einen gewissen Reiz bei dieser Musik aus, ja. Bei dieser Form von Kunst. Ne, das ähnlich wie mein Video damals vom Angry German Kid, vom Ausraster. Da hat ja auch, also niemand konnte sagen, ob da ist das jetzt echt oder ist das gespielt. Und ich denke mal, gerade dadurch hat das so eine krasse Aufmerksamkeit erreicht, auch weltweit. Norman hat einen wirklich ungewöhnlichen Lebenslauf mit vielen Missverständnissen. Er macht ein Meme und niemand weiß, wie es gemeint ist. Er macht Musik und distanziert sich gleichzeitig davon. Er spielt Rollen, die immer irgendwie Fiktion und Realität gleichzeitig sind. Ihr wisst jetzt, wer oder was Herkules ist, nämlich eine Rolle, die ich spiele. Ihr wisst aber jetzt auch, dass in meinen Texten viel Real Talk drinsteckt. Norman ist voller Missverständnisse. Und vielleicht ist auch genau das Phänomen. Ein Typ, wo man nie weiß, wie er es meint. Da gibt's im Song Was willst du tun? Die Zeile, dass die Videos nur Schauspielerei sind, das ist doch selbstverständlich, das checkt doch jedes Kleinkind. Und, ja, ja. Und ich frage mich, passiert dir das öfter, dass Leute etwas anders verstehen, als du es gemeint hast? Ja, schon. Das liegt an meiner Psyche vor allem. Ich habe ja eine schizoaffektive Psychose. Mhm. Und dadurch kann ich mich jetzt nicht so perfekt ausdrücken, also genau das ausdrücken, wie ich es auch meine, so wie andere normale Leute sich ausdrücken können. Da habe ich manchmal meine Probleme mit und allgemein in der Kommunikation. Ein Diagnosekriterium für schizoaffektive Störungen ist anhaltender, kulturell unangemessener, bizarrer und völlig unrealistischer Wahn. Ich weiß nicht, was das genau für seine Musik bedeutet, aber ich weiß, dass wir alle unsere Pakete mit uns rumtragen. Und Norman hat wahrscheinlich ein paar psychische Pakete, die ihn plagen. Die können zwar Amoklaufdrohungen oder Murder-Rap nicht unbedingt rechtfertigen, aber vielleicht ein Stück weit erklären. Du hast mal gesagt, du wärst gerne Antiaggressionstrainer im Fernsehen. Ist das noch aktuell? Ja, wobei ich das jetzt erstmal hinten angestellt habe. Einfach weil jetzt noch einige weitere Probleme in meinem Leben aufgetreten sind, die ich erstmal lösen muss. Und das braucht viel Zeit, dafür werde ich lange brauchen. Mhm. Und das wird halt noch ein gutes Stück dauern, bis ich mich wieder richtig mit YouTube befassen kann. Dann wollte ich ja noch in die Jugendarbeit, in die Präventionsarbeit und mit Jugendlichen zusammenarbeiten. Und das ist jetzt erstmal alles hinten angestellt. Ich muss erstmal meine Probleme in den Griff bekommen. Ich glaube, dass die Welt eine bessere wäre, wenn wir da genau hinhören, wo komische Sachen passieren.
Und auch da hinhören, wo wir gar nicht hinhören wollen, weil Urteile immer leichter sind, als genau hinzuschauen. Meistens ist es nämlich nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Und egal wo oder bei welchen Menschen. Wir sehen eigentlich nie wirklich, was in den anderen genau vor sich geht. Norman macht oft auf starker Mann, aber Menschen sehen von außen immer stärker aus, als sie sich innen drinnen fühlen. Die Geschichte vom Angry German Kid wurde produziert von mir, Klaus Diewisch und Michael Troll. Mixing von Rudi Ortner. Supervising Producer Matthias Schönauer. Besonderer Dank geht an Philipp Emberger, Anna Theiretzbacher, Emily Basswein, Oskar Loschen-Höllige, Stefan Beuting, Nina Hochreiner und Michaela Pichler. Wir arbeiten schon an neuen Geschichten für unseren neuen Story-Podcast Planet Strange. Bleibt abonniert, es wird...